Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause. Herzlichen Dank. Ja. Ja, Model zu werden, das hätte sie sich damals niemals träumen lassen. Ich war unglaublich groß, sagt sie, weshalb ihr Vater sie Freunden gerne mit dem Satz vorstellte, das ist die lange Dürre aus der Bibel. Sie selbst sagt, ich war vor allen Dingen dünn. Ich war das Prinzip Hundehütte, in jeder Ecke ein Knochen. Dann aber wurde sie tatsächlich als Model entdeckt und später als Ansagerin im NDR zu einer richtigen Institution. Zum Skandal kam es allerdings, als Udo Lindenberg in einem Lied über sie reimte, ich komme nach Hause gegen 8, da wird der Fernseher angemacht. Es ist ganz kurz vor Tagesschau, da sehe ich meine Überfrau. Und wie es weitergeht, das hören wir gleich. Herzlich willkommen der frisch gebackenen Kreuzfahrtdirektorin Heidrun von Gössel. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, Sie hat mal einen Neuanfang gewagt als Kreuzfahrtdirektorin. Ja, auf der Deutschland. Wie kommt man denn darauf? Traumschiff. Genau, auf dem Traumschiff. Auf dem Traumschiff, ja. Wie kommt man dazu? Ja, das ist also auch ein langer Weg gewesen. Und ich habe eigentlich vor 47 Jahren das erste Mal eine Kreuzfahrt gemacht, beruflich. Und damals war es noch so, auf der Bremen, das gibt es gar nicht mehr, das Schiff, war es so, dass wir Pelze vorgeführt haben. Pelzmodenschau. Okay. Und zwar am Nordkap und Spitzbergen. Sie waren nämlich auch mal Model, ne? Ich war auch mal Model. Wobei, das nannte man damals anders. Damals war man Fotomodell und es fing an als Mannequin. Oh, ja, hallo. Da hieß es eben noch Mannequin. Ja, absolut, ja, ein ganz schönes Gesicht. Dankeschön. Aber damals war ich eben, wie mein Vater immer sagte, meine Tochter steht schon in der Bibel, der Herrgott schickte eine lange Dürre. Ja, da sehen wir sie, ne? Da bin ich als Lady Universum. So, ja. Sie war, genau, das interessiert mich jetzt, diese Geschichte nochmal. Lady Universum, das war 1970, ne? Ja. Ich kenne nur Miss Universum, Mr. Universum, Schwarzenegger. Da ich aber schon Mutter war und Fräulein Mutter ging damals überhaupt nicht, 1970, also mein Sohn war schon 4 Jahre alt und also Fräulein Mutter stand nicht zur Diskussion. Ja, verstehe ich. Und ich habe für die Lady International, das ist so eine Zeitschrift wie heute Vogue, Madame L oder so, habe ich also Fotos gemacht als Fotomodell zu dem Zeitpunkt und da wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, an der Lady Germany Wahl teilzunehmen. Wurde dann Lady Germany, Lady Europa und dann eben Lady Universum. Und das ist krass, also auch die schönste auf dem Mars oder so, kann man dann auch mal sagen. Nein, das kann man so nicht sagen, denn es ist auch anders als eine Misswahl, auch damals schon eine Misswahl war. Also da hat man nicht im Bikini über einen Laufsteg gehen müssen, sondern man hatte also ein Abendkleid an und man musste eben sich wie eine Lady benehmen können und es wurden auch andere Kriterien gestellt. Was Sie ja zweifellos konnten, Frau von Gössel, und Sie sind dann zum NDR, ich kürze das jetzt mal ein wenig zum NDR gekommen, sind dort, ich habe mir das mal angesehen, die Liste Ihrer Sendungen, das hört überhaupt nicht wieder auf. Ja. Also Sie haben wirklich alles gemacht. Ja, ist richtig. Und es kam dann, und die Geschichte müssen wir 34 Jahre, ne? Ja, genau, genau. Eine Instanz, kann man wirklich so sagen. Ja. Und haben dann aber für einen veritablen Skandal gesorgt. Sie, das heißt, Sie eigentlich nicht, sondern Sie haben aufgrund einer, sagen wir mal, freundschaftlichen Beziehung zu einem gewissen Udo Lindenberg. Ja, der rief mich eines Tages an. Der rief Sie. Sag mal, du hast mal Lust. Und hast du mal Lust, also da eine Sprachaufnahme zu machen? Können Sie das nochmal? Komm mal ins Studio. Ne? Also, wir haben bestimmt Spaß und so. Ne? Ja, so. Also so, auf jeden Fall so in diese Richtung ging das. Udo spricht ja wirklich so, wie man denkt, dass Jörg Knörr ihn parodiert. Aber er spricht genauso. Er spricht genauso, und dann hat er, kam ich da ins Studio und ich sage, ja, was soll ich denn jetzt machen? Um was geht's denn überhaupt? Und er sagte, du musst jetzt mal sehen, dass du so, also sag mal irgendwie was, also was du auch so im Studio sagst, so beim Wetterbericht, so stellenweise Bodenfreude.
Post und so. Und die haben wahnsinnig rumgegackert und rumgelacht. Weil es ist ja sehr lustig mit ihm. Ja, und, sehr. Und da habe ich dann also gelacht und habe also gesagt, stellenweise Bodenfrost. Ja. Und da haben die das Bo weggeschnitten und haben daraus Hodenfrost gemacht. Hodenfrost. Ja, das war ja der Skandal. So. Das behaupten Sie jetzt, Frau Gößl. Ich halte das für eine absolute Schutzbehauptung. Nein, das ist keine Schutzbehauptung. Wir schauen das mal. Wir haben ich habe ja dazu gestanden nachher. Ich habe dann gesagt, aber es ist eine so schöne Geschichte. Nachdem sich alles Maul zerrissen haben auf gut Deutsch, habe ich dann gesagt, ja, na klar, ist doch so. Ja. Ich meine, warten Sie, bevor Sie diese schöne Abschlusspointe erzählen, das ist eine herrliche Geschichte, schauen wir uns einmal dieses Video an. Ach du lieber Gott. Wir haben es für Sie heute noch mal ausgegraben. Ja. Und schauen Sie mal zu Hause, machen Sie sich Ihr eigenes Bild, ob tatsächlich aus Bodenfrost Hodenfrost werden konnte. Das, was Sie jetzt sehen, ist auf jeden Fall die Ü18-Version. Bitte schön. Oh. Es ist ganz kurz vor der Tagesschau, da sehe ich sie wieder, meine Überfrau. Ich knöpf mir erstmal die Hose auf, dann nimmt das Schicksal seinen Lauf jetzt. Hier ist der Verkehrsfunk. Starker Verkehr in Hamburg und um Hamburg herum. In den Stoßzeiten kann es zu Engpässen kommen. Es wird am Bildschirm rumgelutscht. Es wird das Mädel durchgeknutscht. Die weiteren Wetteraussichten, starke Niederschläge, für die Jahreszeit zu feucht. Bei fallenden Temperaturen stellenweise Hodenfrost. Dieses Lied nicht. Da habe ich es ja bewusst gemacht. Ich habe ja den Ach, da haben Sie es bewusst gemacht? Ja, natürlich. Weil da habe ich kein B gesehen. Nein, natürlich nicht. Bei den Sprachaufnahmen war das und ich wusste überhaupt nicht, um welchen Titel es ging. Ach, herrlich. Ja. Ich war danach verreist und dann... Der Titel hat, der Song von Stich. Renate von Stich. Ja, genau. Ja. Aber dann, als mich alle attackiert hatten und kein Mensch den Titel vorher gehört hatte, da habe ich gesagt, jetzt gerade. Also da habe ich dann mit ihm dann das Video gemacht. Gab dann einen Riesenskandal, Riesenaufregung, die üblichen Empörten und alle, haben sich wieder zu Wort gemeldet. Alle, die sich zu Wort gemeldet haben, hatten zu dem Zeitpunkt den Titel überhaupt nicht gehört. Das war auch der Witz bei der Sache. Und Sie haben dann ein legendäres Interview gegeben, wo es auch noch mal richtig gekracht hat. Was haben Sie da gesagt? Da habe ich gesagt, ja, also ich meine, im Zeitalter von AIDS und von Werbung, die im ZDF und in der ARD immer stattfand, finde ich immerhin Onanieren wesentlich ungefährlicher. Als Bumsen, haben Sie gesagt. Ja. So. Und jetzt? Und da waren natürlich erst recht alle geschockt. Aber das wollte ich dann auch. Sie haben, jetzt oder nie. Gesagt, jetzt ist, genau. Ja, ein Traum. Da war das B übrigens, das Ihnen verloren gegangen war. Bei der Bodenhaftung. Naja, also jedenfalls, das war ein Spaß. Und, natürlich. Und, aber Sie haben das ist das, was mich beeindruckt hat. Sie haben das cool durchgezogen. Ja, Sie haben sich nicht ins Boxhorn jagen lassen? Nein, ich habe einfach gesagt, also wenn die mich alle verurteilen, bevor sie es überhaupt gehört haben, diesen Titel, bevor ich ihn selber gehört hatte, dann mache ich den Frontalangriff. Also dann, was soll's? Gab es damals Ärger beim Sender? Ja, natürlich gab's Ärger. Aber ich habe gesagt, na gut, wenn euch das nicht passt. Ich meine, ich habe das so gemacht und ich stehe auch dazu. Und haben Sie nicht vorher um Erlaubnis gefragt? Nein, ich habe ja nicht gewusst, um was es geht zunächst. Gut. Also als ich die Sprachaufnahme gemacht habe. Ja. Dann nachher bei dem Video, da habe ich gesagt, jetzt gerade. Klar. Das haben Sie dann einfach so gemacht? Ja, natürlich. Das ist mutig. Ja, natürlich. Das passt ich zu bin, Ihnen. Ich bin immer so. Ja, das finde ich toll. Ja, man muss mal durchziehen. Sie haben recht. Man sagt in Hamburg, da brackert wie durch. Ja, genau. Ja, das ist so meine Art. Und haben dann eigentlich sehr konsequent so ihren Weg gemacht. Ich würde gerne noch mal auf ihr sozusagen die andere Seite kommen. Also jeder meint ja Menschen wie Sie immer zu kennen. Wenn man sagt, die hat uns so lange Jahre begleitet. Natürlich. Die kennen wir, aber man weiß eigentlich gar nichts über Sie. Wenig, ja, das ist richtig. Aber ich meine, Sie haben sehr jung schon mal geheiratet, ne? Ja. Wie alt waren Sie da? 21.
Weil sie unbedingt wollten oder weil sie mussten? Weil es so war, ja. Weil ich dann schwanger war. Weil sie unbedingt war, ja. mussten. Weil ja, sonst zu Hause damals. Bodenfrost. Das war, ja, das war damals so. Nicht? Ja, ja. Aber ich, im Grunde genommen bin ich eben auch zu dem Job oder zu dem Beruf des Mannequins, des Fotomodells und auch zum Fernsehen gekommen, weil ich eigentlich immer beweisen wollte, dass ich eben nicht nur die lange Dürre bin, mhm. damals, wie gesagt, sehr dünn, keinen Busen, keinen Po, ich war einfach nur dünn. Und ja, und ich wollte einfach beweisen, dass ich was wert bin und dass ich was kann und dass ich was erreichen will. Und haben sich auch nie, das, also zumindest habe ich das so nachgelesen, nie gescheut, dann auch wirklich auch im Privaten Konsequenzen zu ziehen? Ja. Sie haben sich dann auch von Beziehungen, in denen Sie unglücklich waren, einfach auch verabschiedet und gesagt? Ja, einfach nicht. Aber ich habe mich verabschiedet, ja. Ich war immer ja, in der damaligen Zeit auch nicht so einfach. Relativ konsequent, ja. Natürlich war es ganz schwierig. Geschiedene Frau mit Kind ging gar nicht zu dem Zeitpunkt, ne? Aber ich, ja, dann habe ich mich in den Job gestürzt, sag ich mal. Gab es dann auch Probleme im Sender oder im Job, wenn man sozusagen an der privaten Front irgendwie Ärger hatte? Nein, eigentlich nicht. Ich habe dann, also ich habe immer konsequent meinen Job gemacht und, da gab es also keine Angriffsflächen. Und machen jetzt etwas, ja, sind, völlig anderes. Um das sozusagen, genau, damit sich der Kreis schließt, von dem ich nicht weiß, wie man dazu kommt. Also wie wird man Kreuzfahrtdirektorin oder anders? Was ist das für eine Ausbildung und was macht man da? Also eine Ausbildung habe ich in dem Sinne nicht. Ich habe vor 46 Jahren oder 47 Jahren die erste Kreuzfahrt gemacht, habe Moderationen auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen gemacht. Was ist das, was das wir hier sehen? Das ist die Voraussetzung zum Beispiel. Was ist das? Das ist die Voraussetzung, um auf einem Schiff, auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten zu können. Dass man muss in einem albernen, orangenen Kostüm schwimmen kann? Ja, am 6. Dezember in der Ostsee. Das war nicht so fröhlich. Boah. Das gehört zur sogenannten Safety-Ausbildung. Und wenn Sie diese Sicherheitsschulung nicht machen, das ist eine viertägige Schulung, wo Sie also mit diesem Teletubby-Anzug da in die Ostsee springen aber müssen. Aber selbst das steht Ihnen, Frau von Und ja, na, vielen Dank. Ja. Naja, das bin ich dann schon eher jetzt. Und Sie, so Sie haben rumlaufe. Vier Streifen, ja? Ja, dreieinhalb. Der Kapitän hat vier. Ah. Und der Hoteldirektor, also der Kreuzfahrtdirektor, was ich dann in dem Fall bin, und der Chief und so weiter, wir haben dreieinhalb. Aber das muss man jetzt nochmal erklären. Sie spielen das nicht? Nein, Sie sind ich das. Bin die Echte. Die echte auf dem echten Raumschiff, auf der echten Deutschland. Ja, ich bin für das gesamte Programm verantwortlich. Und also ich mache eben, wie gesagt, dass die Menschen unterhalten werden. Und das erschöpft sich bei uns nicht nur darin, dass da irgendeine Show geboten wird, sondern das geht morgens los in Abstimmung mit der Tourismusabteilung und so weiter, dass das immer aufeinander abgestimmt wird und dass unsere Gäste eben im Fünf-Sterne-Bereich... Das heißt, Sie organisieren dann das Entertainment-Programm an Bord? Unter anderem, wer tritt da auf? Was? Ja, alle möglichen Künstler, von Klassik bis Pop, bis Akrobaten, alles Mögliche. Könnten wir da auch? Also jetzt? Ja, doch, herzlich bei willkommen. Bei dir ist teuer, Markus. Bei dir ist teuer? Ich bin sehr billig zu haben. Ja. Ja. Herzlich willkommen an Bord, kann ich nur sagen. Ja, könnten wir da auch aber so eine kleine Talkshow machen? Das können wir auch machen, das haben wir auch schon gemacht. Das haben Sie schon gemacht? Ja. Mit wem? Mit Johannes B. Kerner. Okay. Ach, verstehe. Ja, jetzt gerade. Dann könnte ich der Nächste sein. Da habe ich eine gewisse Tradition. Ja, wenn nichts mehr geht, Markus, ne? Ja, genau. Wenn nichts mehr geht, das macht doch, das nein, ist doch nett. Es ist ja so. Also, ja. Ich meine, wir sind ja das einzige deutsche Schiff unter deutscher Flagge. Ja. Und wir sind eben im Fünf-Sterne-Bereich. Und das hat nichts damit zu tun, ich sage jetzt mal, wenn man das vergleicht mit anderen Kreuzfahrtschiffen, wo 1.000, 2.000, 3.000 Menschen an Bord sind. Bei uns sind maximal 400, 500 Leute an Bord. Und es ist einfach und dann machen Sie Ansagen auch und so weiter? Ja, ich mache die Moderation. Wann legen Sie morgens los? Wann holen Sie die aus den Betten? Da, also ich hole die Leute nicht, die Gäste nicht aus den Betten, sondern ich bin die Erste, die aufsteht um 6.30 Uhr. Und ja, wenn die Show zu Ende ist manchmal, dann wird es auch mal eins oder zwei. Ne? Aber ich glaube, wir stimmen an dem Punkt überein. Auf dem Schiff unterwegs zu sein, finde ich, ist eine der schönsten Arten überhaupt zu reisen. Weil man an Orte kommt, an die man sonst nie käme. Und jeden Morgen, wenn man dann die Tür oder das Fenster aufmacht, ist ein neuer Strand vor der Tür. Das finde ich irgendwie schön. Ein neuer Hafen, dass sie sich immer auch wieder aufs Neue, ne, auf was Neues sich einlässt. Ja, das sieht man in ihrer Karriere immer wieder.
Ja, natürlich. Also ich bin auch nicht der Typ, der zu Hause sitzt und Däumchen dreht. Ja. Und ich meine, ich finde es sehr schön, dass ich mich auch um meine Enkelkinder kümmern kann. Klar. Und einen zauberhaften Mann zu Hause habe. Und ich mache das auch nur 3 Monate im Jahr, also dreimal einen Monat, weil es einfach auch sehr anstrengend ist. Dann sage ich einfach mal, alles klar auf der Andrea Doria. Um jetzt bei der Udo, Deutschland. Ja, oder auch so. Ja. Auf jeden Fall schöne Geschichte. Und habe mich sehr, sehr gefreut, Sie mal in der Sendung zu haben. Es hat lange gedauert. Ja. Heidrun von Gößl, bis es endlich mal wahr geworden ist. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich ebenfalls ganz, ganz herzlich bei Malte Kelly. Herzlichen Dank, Malte. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Dr. Saskia Gudert. Also die drei Frauen waren es in der Runde. Wichtiges Thema. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Professor Zokos. Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Zokos. Ich denke, wir sehen uns irgendwann wieder zu diesem Thema. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Thomas Hayot. Dir alles Gute, Thomas, für alles, was da so kommt. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Bis bald. Danke. Tschüss. Vielen Dank.